Hallo und herzlich willkommen hier in diesem Video. Ich möchte dir ein paar neue Änderungen zeigen seit dem letzten Update, denn das Fenster, was du hier gerade siehst, neue E-Mail, hat sich etwas geändert. Vor allem der Editor ist komplett neu und da möchte ich dir einfach mal die Änderungen mitgeben, was sich geändert hat, wie das Ganze jetzt funktioniert. Die erste coole Neuerung ist, wir können jetzt auch im Betreff hier Platzhalter verwenden. Das heißt, du kannst hier einfach Platzhalter einfügen, je nachdem, wo du eben gerade mit dem Cursor stehst, kannst du dann ja dort Platzhalter einfügen. Das heißt, wenn ich sage hier, okay, ich möchte jetzt vielleicht noch die Telefonnummer haben oder die Location oder die Webseite, Auftragsdatum, was auch immer, dann kannst du das hier direkt auch in den Betreff reintun. Das gilt übrigens auch für die Vorlagen. Also alles, was ich hier jetzt erkläre, gilt auch für die Vorlagen. Ja, und dann ist hier der neue Editor. Was haben wir hier? Wir haben den Platzhalter-Button jetzt hier oben. Ja, auch hier kannst du wieder Platzhalter einfügen. Und hier haben wir den Button für die Vorlagen. Das ist auch neu, das ist auch hier. Das heißt, hier findest du all deine Vorlagen und kannst entsprechend die Vorlage auswählen. Wenn du jetzt sagst, ich lösche das jetzt hier alles mal, wenn du jetzt sagst, du schreibst einen Text und du hast eine kleine Vorlage, die möchtest du einfach hier reinbauen, dann packst du hier den Cursor rein und wählst dann hier einfach deine Vorlage aus und dann wird hier direkt die Vorlage ausgewählt. Das heißt, je nachdem, wo du gerade mit diesem Cursor, mit dieser Maus bist, wird dann die Vorlage entsprechend eingefügt. Wenn ich jetzt hier dazwischen die Signatur haben möchte, dann wähle ich hier einfach Signatur und sie wird hier eingefügt. Das konnte der alte Editor leider nicht, der hat da Probleme gemacht, also das ist jetzt neu und das sollte jetzt wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Des Weiteren gibt es auch ein paar weitere Funktionen. Du siehst schon, du kannst hier schnell was einfügen, wie ein Bild, ein Video, eine Tabelle, unnummerierte Liste und so weiter. Das heißt, das ist auch alles ein bisschen besser, ein bisschen einfacher. Du kannst dann hier deine Tabelle cooler gestalten, schneller gestalten oder auch einfach wieder löschen. Spiel dich da einfach mal ein bisschen. Du siehst hier auch, es gibt Rücktasten. Falls du mal was verkehrt machst, falsch machst, kannst du hier eben zurück und nach vor. Zum Thema Bild, hier kannst du ein Bild einfügen. Das heißt, du ziehst hier einfach ein Bild hoch von deiner Festplatte oder von einer URL. Einfach so ein Hinweis an euch, an dich. Wir haben gesehen, dass viele Leute wirklich große Bilder hochladen, also von 5000 Pixel und Co. Das würde ich euch nicht empfehlen. Ich würde da wirklich ein Bild hochladen, was sehr klein ist, 700 bis 800 Pixel in der längsten Breite und wenn es geht, nicht unter 1 MB. Das hat nichts mit uns zu tun, sondern mit dem Spam-Verhalten deiner E-Mails. Wenn deine E-Mails oft im Spam landen und du sehr, sehr große E-Mails oder Bilder verschickst, dann kommt das unter Umständen nicht gut an bei dem Provider, wo du E-Mail hinschickst. Das heißt, ich würde da echt dir empfehlen, kleine Bilder zu schicken, wenn es geht unter 1 MB und so in etwa 800 Pixel. Das spart einfach vielen Leuten eine Menge Arbeit, weil wenn die Personen auch das E-Mail am Handy öffnen und sie einen schlechten Empfang haben, dauert das auch lange oft und und. Also ich glaube, ich mache da mal ein Video dazu, wo ich ganz genau erkläre, wie deine E-Mails nicht im Spam landen. Da gibt es einige Faktoren. Genau, aber zurück zum Thema, das ist jetzt im Prinzip der neue Editor. Wie du hier siehst, das ist auch neu, noch nicht seit dem letzten Update, seit dem vorletzten Update, glaube ich. Du kannst hier eben den Kontakt auswählen und den entsprechenden Auftrag, falls du mehrere hast, und kannst dann hier auch das E-Mail-Tracking aktivieren oder auch deaktivieren. Wenn dir E-Mail-Tracking jetzt gerade nichts sagt, dazu gibt es ein eigenes separates Video. Ja, das sind so die neuen großen Änderungen. Auch hier kannst du die Schriftart wählen. Hier kommen auch beim nächsten Update noch ganz, ganz viele neue Schriftarten. Da werden wir noch einige einbauen. Ansonsten, wenn du da irgendwelche Fragen hast, wie immer, nütze gerne den Live-Chat hier rechts unten. Dann können wir dir deine Fragen beantworten.